wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 7:30 und es geht mal wieder nach Düsseldorf. Mal wieder ist gut. In diesem Jahr zum ersten Mal zum Spotten nach Düsseldorf. Ich habe es einfach nicht geschafft oder habe es mir einfach nicht antun wollen aufgrund der Bauarbeiten auf der A3. Heute Morgen kommt die Austrian 777 mit den 60 Jahren, mit der 60 Jahre Sonderbemalung. Die würde ich mir natürlich ganz gerne mal geben, versuchen die zu kriegen gleich. Schauen wir uns das mal an. Wetter ist noch nicht so eindeutig bis jetzt. Ich hoffe, das wird bis dahin noch. Und ich hoffe, ich schaffe es auch pünktlich zur Ankunft nach Düsseldorf. Schauen wir mal. Das ist eigentlich genau der Grund, warum ich so selten in Düsseldorf war. Jetzt stehe ich schon auf der Auffahrt zur A3 im Stau. Naja, es wird wahrscheinlich sehr sportlich werden mit dem Inbound. Mal abwarten, wie sich das hier gleich ausgeht alles. Angekommen in Düsseldorf, ja, 45 Minuten von Oberhausen. Geht so halb. Ich gehe jetzt mal aufs P7 drauf. Die Auer 777 hat ein Estimate jetzt so circa in 20, 25 Minuten. Und dann gucken wir mal, ob das gleich funktioniert. Leider ist momentan so ein bisschen die Sonne weg, sehr schmieriges Licht. Ja, mal abwarten, wie sich das gleich so entwickelt. Oh. Frühsport. Frühsport am Morgen. Einmal die Treppen rauf aufs P7. Noch 3 oder 4 Stockwerke. Ja, die Austrian 777 jetzt gerade schon mal sehr, sehr schön im Inbound bekommen. Jetzt werde ich noch warten, bis die gleich wieder rausgeht um 10. Und dann mache ich mich wieder auf den Rückweg nach Oberhausen. Aber das war gerade schon mal sehr, sehr schön. Gott sei Dank. Schnell zum Fernbahnhof, da kann man den Air Belgium A330 noch irgendwie einigermaßen aufnehmen. Muss ich mir mal schnell angucken, ob das vom Lichtwinkel her noch passt. Der steht da frei, geht wohl nicht ganz von der Seite, so leicht schräg von hinten, aber gut, so oft kriegt man den ja auch nicht unbedingt vor die Linse. Das gucke ich mir jetzt noch mal schnell an und dann fahre ich noch mal zurück zum P7. So, einmal Fernbahnhof. Thank you.
war jetzt der kurze Auftritt hier am Fernbahnhof für den Air Belgium A330. Der war eigentlich ganz gut, Sonne hat gepasst. Der Winkel, naja, leicht schräg von hinten, aber gut, geht nun mal leider nicht anders. Immerhin besser als gar nicht. Jetzt schnell zurück auf das Parkhaus B7. So, wieder 8 Stockwerke nach oben laufen. Habe ich heute definitiv schon meinen Sport gemacht. Aber die Stelle ist im Moment sehr, sehr schön auf dem P7. Flimmert nicht. Gucken wir uns den Austrian 777 gleich nochmal im Outbound an. Dann kommt angeblich auch noch ein Qatar Amiri Flight A330, kurz nach 10. Den würde ich auch noch mitnehmen. Und dann geht's aber endgültig zurück. So, ich bin echt im Arsch. Boah, heftig, heftig. So, ein halbes Stündchen noch. Die Hour hat gerade Boarding, die 777. Sieht pünktlich aus und dann noch 20 Minuten bis zum A330 von der Qatar und dann geht's auch gleich nach Hause. Fertig mit Spotten jetzt hier in Düsseldorf. Wir haben jetzt kurz nach 10. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Muss ich ja wirklich sagen, was ein geiler Tag heute hier in Düsseldorf. Also wirklich hervorragend. Die Aura 777 von beiden Seiten sehr gut bekommen. Den Qatar Amiri Flight noch, den 330er, auch sehr, sehr schön. Von der Warte her bin ich sehr zufrieden. Ja, sehr schöner Auftritt hier in Düsseldorf. Bin wirklich sehr zufrieden und jetzt geht's auf die Autobahn.